Joomla, nicht immer sind Extensions notwendig. Ja, vielleicht gleich zu mir. Mein Name ist Sigrid Gramlinger. Meine Firma heißt Webgras, also ich bin selbstständig, keine Mitarbeiter, sondern mache das so. Ich komme aus Österreich. Das witzige Detail am Rande hier ist, dass ich habe von 2001 bis 2004 200 Meter Luftlinie von hier gearbeitet, bei einer Firma, die ERP-Lösungen anpasst. Und bin dann, also wir sind dann 2004 wieder von Hamburg Richtung Süden, zuerst nach Griechenland und dann auch wieder nach Österreich gezogen. Und ich habe mich auf dem Weg nach Griechenland selbstständig gemacht, also ich mache das jetzt seit 2004. Mache Webseiten, also erst noch statisch mit Dreamweaver und so und jetzt halt seit es CMS-Systeme gibt, dann mit CMS-Systemen, also gibt es ja schon länger, aber ich habe meine erste Joomla-Seite 2005 gemacht. Die zweite war dann gleich eine relativ große, das war die Oberösterreichische Landesgartenschau damals. Hat sehr gut funktioniert und bin dann irgendwie bei Joomla geblieben, einfach weil ich gemerkt habe, ich kann mit Joomla alles machen, was ich möchte. Also oft mit dem Standard, manchmal natürlich mit, oder oft auch mit Extensions. Es hat immer sehr gut funktioniert und habe mich dann vor 4 Jahren wirklich ausschließlich auf Joomla spezialisiert, habe vorher auch Typo3 und WordPress mir angesehen. Und ja, seither läuft so richtig gut. Ich bin jetzt zum 4. Mal am Joomla Day Deutschland, immer aus Österreich angereist und habe mich immer über die Joomla Community Wüste in Österreich geärgert. Ich habe mir gedacht, letztes Jahr, dann kann es jetzt nicht sein, also ich muss da was ändern. Und habe dann gemeinsam mit 2 anderen die erste Joomla User Group in Wien gegründet. Auch schon mit dem Ziel, dass ich gerne einen Joomla Day in Österreich machen würde. Den ersten gibt es jetzt, ihr habt es gestern auch schon gehört, von 20. bis 21. November in Wien. Ja, ich freue mich, wenn ich die einen oder anderen Gesichter dann dort sehe. Nimmt zurzeit viele meiner Ressourcen, aber es macht Spaß. Also ich habe gerade darüber auch viele neue Kontakte, gute Kontakte geknüpft. Also es lohnt sich wirklich, sich in der Joomla-Community zu engagieren. Ja, zum Thema nochmal. Just Joomla. Ich habe in vielen Projekten mir immer wieder überlegt, okay, wie mache ich das jetzt? Welche Extension nehme ich? Meinst du Extension Directory? Dort gesucht. Und dann sind natürlich die ersten Updates gekommen. Es wird dann immer aufwendiger mit Extensions. Früher waren es dann auch manchmal Core-Hacks. Das war dann ganz schlimm. Da muss man irgendwie alles neu reinprogrammieren oder Textvergleich machen oder was auch immer. Und habe dann auch relativ schnell gemerkt, okay, ich will eigentlich so wenig Extensions wie möglich verwenden, also wirklich nur das Notwendigste, was Joomla absolut nicht abdecken kann. Und das Zweite ist, was ich wirklich sehr schätze und dauernd verwende, sind Overrides, Sprach-Overrides, Template-Overrides, Layout-Overrides, die es mittlerweile auch gibt. Also es hat ja schon Vorträge gegeben und ich kann es wirklich jedem nur ins Herz legen, sich die Overrides anzuschauen. Einfach weil man da oft Funktionen, die im Standard halt anders aussehen, man überschreiben kann und das wirklich für seine eigenen Anforderungen sehr gut verwenden kann. Ja, ich habe da, das ist so mein Rekord, eine Installation, wo wirklich viele Extensions drinnen sind. Also ich hoffe, ich habe keine mehr. Es ist natürlich ein Online-Shop dabei, also ein Blog. Also es sind schon viele, die auch gebraucht wurden, aber es ist zum Updaten Wahnsinn. Ja, ja, und wie schafft man das dann? So wenig Extensions wie möglich? Kreativ sein. Also nachzudenken, was will der Kunde eigentlich? Also ich habe da was, kommt dann oft zu. Ich habe auf einer Webseite gesehen und ich will das schon genauso aussehen. Natürlich so Layout ein bisschen anders, aber das soll genauso funktionieren. Wenn man dann nachfragt, naja, was ist denn das eigentlich? Also was sind die Struktur, was sind die Anforderungen? Und dann auch zu legen, okay, was sind Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten mit Erweiterungen? Ich habe mir da mal angesehen, was sind denn die Top 10 Joomla Extensions, also die mit den meisten Downloads. Das ist natürlich Akeba Backup, das ist der JSE, der Editor. Und dann kommen schon die ersten Veranstaltungserweiterungen, dann kommen schon Slider und solche Sachen. Ja. Und Galerien ist auch so ein Standardthema, wo man einfach was sucht. Und dann halt eine Erweiterung, zum Beispiel einen Slider. Ich setze meistens eine Slider-Komponente ein und die dann halt in allen Installationen, wo ich weiß, dass das gut funktioniert. Und ich hatte mal eine Anforderung auch, ich will sowas wie auf dieser Webseite.
Und da ging es darum, die Frau wollte so eine Tagesweisheit, also auf der Webseite waren so Tagesweisheiten. Also wenn jemand die Webseite besucht und da draufklickt, dann kriegt er eine Tagesweisheit. Und die hat so Wertemanagement, macht die hat 80 verschiedene Wertekarten. Und sie will jetzt, dass die angezeigt werden und dann, wenn man da drüber fährt, sollen sich die so ein bisschen bewegen. Und wenn man draufklickt, dann kommt diese Tageskarte. Wenn man nochmal draufklickt, dann soll man das so groß sein, dass man das tatsächlich auch lesen kann. Also sie hat diese Karten wirklich auch als physische Karten, die sie dann bei Seminaren und so auch einsetzt. Ja, ich habe mir dann überlegt, okay, ich habe das mit einem Kooperationspartner gemacht, der hat gesagt, ah, ich weiß schon, wie das geht, ich programmiere das und hat gleich mal gestartet, da zu programmieren und Zeit zu investieren. Das Projekt hat sich hingezogen, weil da viele andere Sachen auch noch waren und irgendwann hat er dann gesagt, naja, er kann es nicht, er hat mal keine Zeit, also hier ist der aktuelle Stand und hat mir das übergeben. Und das war jetzt keine Joomla-Programmierung, das war irgendwie PHP, also wo statischer HTML-Code oben und unten drinnen war, es war Wahnsinn. Also ich mir gedacht, okay, entweder ich brauche lange Zeit, um das da jetzt wirklich in Joomla, also dieser innere Teil, der dann programmiert war mit dieser Funktion, das in Joomla einzubauen, oder ich mache es nochmal selber neu und ich weiß dann, was ich gemacht habe und kann das gut verwenden. Und mir ist dann, also gerade beim Kreativsein kommen einem die Ideen ja nicht, wenn man vor dem Rechner sitzt und sich überlegt, wie mache ich das jetzt, sondern wirklich aufstehen, weggehen und dann irgendwas was machen. Und die besten Ideen kommen halt dann, wenn man draußen irgendwo ist oder beim Kochen oder ich weiß nicht. Also wirklich eine ganz andere Umgebung hat. Und da ist mir dann gekommen, okay, also was will die Frau eigentlich? Die hat Karten, die sind verkehrt alle. Wenn ich draufklicke, kommt ein kleines Bild. Wenn ich nochmal draufklicke, kommt ein großes Bild. Das ist ja eigentlich eine Standard-Fotogalerie. Ich habe in einer Fotogalerie eine Ansicht mit vielen kleinen Thumbnails. Wenn ich auf eins draufklicke, kriege ich ein mittleres Foto. Wenn ich nochmal draufklicke, kriege ich meistens die maximale Ansicht. Ich habe mir das dann angesehen, ich habe das dann umgesetzt. Ich habe mir damals die Joom Gallery genommen und ich habe das in 4 Stunden fertig gehabt. Also wirklich, das sieht dann so aus. Ich kann es jetzt auch zeigen, es ist auch online. Schauen wir mal, was es jetzt macht. Na. Also so ist das, ich habe das wirklich, also es sind nur Template Overrides und Style Sheet von der Joom Gallery. Also das sind diese 80 Karten, die werden immer nach dem Zufallsprinzip angezeigt. Das gibt, bitte? Ah, der hat den, danke. So, jetzt geht's. Nein. Wieso geht das jetzt? Kann mir jemand helfen? Nee, habe ich nicht. Moment. Kann mir jemand helfen? Also ich habe jetzt auch die Präsentationsmodus ausgeschaltet. Das? So, okay, also das ist die Seite. Wo ist jetzt die Maus? Hier, das sind die Karten. Also das sind die ist ja immer die gleiche Rückansicht. Das ist quasi die Thumbnail-Ansicht in der Joom Gallery. Wenn ich draufklicke auf eine. Ah, da war sie schon. Das ist jetzt schon die große Ansicht. So, mein heutiger Tageswert ist Begeisterung. Ist doch gut. Und da, wenn man, also das ist dann so die Einzelansicht in der Gallery, und wenn man dann irgendwie nochmal draufklickt, dann kommt man auf diese große Ansicht. Und das war dann, also war für mich so ein bisschen Eye-Opener, okay, ich kann mit einer Gallery irgendwas, wo der andere Programmierer da irgendwie Stunden investiert hat, habe ich das wirklich in 4 Stunden komplett fertig nach genau den Anforderungen gehabt.
Also das war schon echt spannend. Ja, so, jetzt muss ich da wieder. So. Genau, also das waren das. So, und das, was ich jetzt euch heute auch zeigen möchte, ist ein Seminarkalender oder Veranstaltungskalender. So. Was habe ich, wenn ich Seminare auf einer Webseite anzeigen will oder Veranstaltungen? Ich habe sowas wie einen Seminartitel, also wie heißt das Ding? Ich habe Datum und Zeit, ich habe einen Seminarleiter oder jemanden, der da spricht oder was auch immer. Ich habe eine Beschreibung, ich habe vielleicht ein Bild. Ich habe noch, wenn ich so eine Liste mache, ein Suchformular, wo ich zum Beispiel nach einem bestimmten Seminarleiter suchen will. Und ich habe Sortierkriterien, ich will es alphabetisch sortieren oder nach Datum oder was auch immer. So, wie kann ich das jetzt in Joomla machen? Also wenn ich als Basis für so einen Seminarkalender einfach Joomla nehme, dann wäre jetzt... Na, ja. Wenn ich da jetzt einen Joomla-Beitrag nehme, dann wäre der Seminartitel einfach der Beitragstitel, Datum und Zeit, das Erstellungsdatum. Das ist nämlich eine spannende Sache, das Erstellungsdatum in Joomla kann ich überschreiben, das kann in der Zukunft liegen. Also ich kann da zum Beispiel reinschreiben, das soll am 8. Oktober 2015 um 10 Uhr sein. Das hat keine Auswirkungen im System, also anders als die Veröffentlichung starten oder beenden das Feld, da erscheint dann der Beitrag oder verschwindet wieder, aber mit dem Erstellungsdatum, da kann ich eigentlich reinschreiben, was ich möchte. Wird, wenn man es nicht irgendwo einblendet, auch nicht angezeigt. In dem Fall will ich das natürlich, dass das angezeigt wird. Den Seminarleiter, da habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann jetzt für alle Seminarleiter User anlegen, normale Benutzer, dann kann ich da quasi den Beitrag mit dem User verlinken. Wenn mir das zu aufwendig ist, weil ich will eigentlich nur eine Liste, wo ich das lesen kann, dann kann ich, es gibt das Feld Autor alias, da kann ich auch reinschreiben, was ich möchte. Es wird dann statt dem Autorennamen angezeigt. Die Beschreibung ist klar, ich kann das Bild, das komplette Beitragsbild oder das Einleitungsbild ganz normal Joomla Standard verwenden. Suchformular, kann ich den Autorenfilter verwenden, also man kann einstellen, oben dann, ich zeige das dann, einen Filter und die Sortierkriterien sind einfach die Tabellenkriterien dann, die ich oben verwenden kann. Ja, ich habe im Extensions Directory bei Joomla nachgesehen, es gibt 150 Erweiterungen zum Thema Events und Veranstaltungen. Ich glaube, die ein oder andere könnte man durchaus durch normal den Joomla-Standard ersetzen. Ja, wie ich es gemacht habe, ich habe einmal eine Kategorie angelegt, Seminare, und habe mir da dann drei Beispielbeiträge reingelegt, einfach einmal noch ohne jetzt die Spezialfelder zu füllen. Habe dann, das sieht dann so aus, also ich habe hier den Titel, ich habe genommen Erste Hilfe, Unternehmensführung, Konfliktmanagement, Autor, also ich habe jetzt noch nichts angepasst, steht dann in der Liste normalerweise geschrieben von Superuser. Zugriffe 0, habe jetzt noch das auch noch nicht angepasst, ist jetzt natürlich noch nicht so hübsch, da oben kann ich auf 10, ja, das will ich jetzt anpassen. Was ich mache, also ich erstelle mir, das was man jetzt noch schon gesehen hat, einen Menüpunkt von Typ Kategorieliste und setze die Kategorie auf Seminare. So weit, so gut, das ist ja noch relativ einfach oder verständlich. Sondern als nächstes habe ich beim Listenlayout die Felder Anzeigefilter. Das ist oben dann so ein Filterfeld, das will ich gerne anzeigen. Das Filterfeld, das kann man einstellen, das könnte das Datum, glaube ich, sein, oder der Autor eben, und ich will den Autor, weil den will ich als Seminarleiter verwenden. Dann das Datum, das ich verwenden will, ist das Erstellungsdatum, das heißt, ich gebe da erstellt, und ich kann da ein Datumsformat eintragen, weil im Standard wird nur das Datum angezeigt und keine Uhrzeit. Das heißt, man kann da das formatieren, wie man gerne möchte. Ich habe da Tag, Monat, Jahr und dann die Stunde und die Minuten. Und diese Spalte mit den Zugriffen, das will ich ausblenden, das interessiert mich nicht. So, das ist das, was ich beim Menüpunkt einrichte. Und dann verwende ich noch Sprachoverrides, weil ich will, dass da ja nicht Autor drüber steht, sondern dass der Seminarleiter drüber steht. Ich will nicht, dass da geschrieben von dem Seminarleiter steht, sondern ich will nur, dass der Seminarleiter steht. Das heißt, ich mache genau 4, 5 Sprachoverrides. Da würde stehen, Filter nach
Autoren, ich schreibe da rein, Filter nach Seminarleiterin, dass statt dem Erstellt-Datum, da wird, glaube ich, Erstellungsdatum in der Überschrift stehen, möchte ich nur Datum und Uhrzeit von dem Seminar. Dann das Written By ist dieses geschrieben von Superuser, was da stand, das geschrieben von will ich vorne einfach weglassen. Das sieht man in den Overrides dann, also ich habe nur das Prozent S drinnen. Dann kann ich den J-Author kann ich mit Seminarleiterin überschreiben. Und den J-Global Title kann ich mit Seminartitel überschreiben. Da muss man jetzt aufpassen, das gilt dann nämlich für die gesamte Webseite im Frontend. Wenn das jetzt eine kleine Webseite ist, wo das überschaubar ist, ist das überhaupt kein Problem. Wenn es jetzt eine größere wäre, dann könnte man überlegen, ob man das in einem Template Override sich einen eigenen Sprachstring macht und den dann dort einsetzt und dann da übersetzt. Was aber allerdings auch noch spannend ist, den J-Autor, den könnte ich, wenn das jetzt ein Kunde ist, der sagt, ich weiß nicht, wo ich das reinschreiben soll, und den Autor-Alias, das vergesse ich immer. Ich kann auch Sprach-Overrides fürs Backend machen, das heißt, ich könnte den J-Autor im Backend, den Autor-Alias Seminarleiterin nennen. Dann sieht der User, wenn er im Backend ist und da sein Seminar einträgt, dann sieht er bei dem Feld Seminarleiterin, es steht nicht Autor-Alias, sondern Seminarleiterin, dann kann er das da reinschreiben. Ja, wie sieht dann das Endergebnis aus? Das wäre dann eine Tabelle. Ich habe oben die Seminare, ich habe Filter nach Seminarleiterin, da könnte ich dann was reinschreiben. Seminartitel steht jetzt oben drüber, vorher stand nur Titel, könnte ich auch lassen. Ich habe da Datum und Uhrzeit, 12.10.2015 um 9 Uhr zum Beispiel. Ich habe die Seminarleiterin, das sind die Autoraliase, die ich da reingeschrieben habe, die sind da jetzt nicht verlinkt, weil ich ja keine User angelegt habe. Also ich habe wirklich nur den Namen. Bei so einem ganz kleinen Seminarliste wäre das ja auch egal. Da will ich ja gar nicht, das könnte ich dann beim Seminar direkt den Sprecher oder den Vortragenden auch beschreiben. Ja, dann, was ist noch so eine Anforderung für so einen Kalender, ist, dass ich, wenn ich auf die Startseite gehe, dass ich die nächsten 5 Seminare zum Beispiel sehe. Also ich will dann nicht die Liste vielleicht auf der Startseite haben. Das heißt, ich will meine nächsten Seminare sehen. Und dazu gibt es das Modul Beiträge Kategorie. Wenn ich das einfüge und dann mir zum Beispiel in der rechten Spalte anzeigen lasse, dann steht das im Standard, sieht das dann so aus, also im Protostar-Template. Nächste Seminare, Konfliktmanagement, Unternehmensführung, Erste Hilfe. Das sind jetzt, es ist zwar nett, dass da der Titel steht, aber ich hätte gerne noch mehr Infos und ich habe die ja. Es gibt natürlich Overrides, also ich könnte mit J-Over, da gibt es auch so ein Override für einen Veranstaltungskalender, ich könnte natürlich das verwenden. Ich kann aber auch mir einfach in dem Modul Beiträge, Kategorien anzeigen, und zwar was man einstellen muss, hauptsächlich ist der Filter, also natürlich auf die Kategorie Seminare. Und es gibt auf der Seite Filter, weiter unten, gibt es einen Datumsfilter. Da wird man einstellen, relatives Datum, das Datumsbereich ist das Erstellungsdatum und das relative Datum ist 30. Das heißt, ich will die nächsten 30 Seminare, nächsten 30 Tage ab heute die Seminare anzeigen. Das Problem ist, ich habe da, glaube ich, einen Bug entdeckt, das funktioniert nämlich nicht. Also ich kann es genauso einstellen und er zeigt mir alle Seminare an. Ja, ich teste das nochmal und werde das dann auch noch einstellen, dass da der Filter nicht greift, meiner Meinung nach. Wenn es funktioniert, ist es total schön, weil dann wird nämlich das eine Seminar, das ich angelegt habe, der 17.09., der war ja schon, der müsste dann verschwinden, der wird immer noch angezeigt, wenn ich es habe. Und ich kann bei diesem Modul Beiträge, Kategorie, dass ich sehr, da kann man wirklich viele Sachen einstellen, mit dem kann man eigentlich alle möglichen Sachen, also es ist ein sehr wichtiges Modul für mich, wenn man Beiträge in irgendeiner Form gefiltert oder gegliedert oder was auch immer anzeigen möchte. Ich würde dann die Sortierung machen, natürlich nach dem Erstellungsdatum, die Sortierreihenfolge aufsteigen, ist beim Seminarkalender natürlich anders als bei dem Blog, wo ich die Ältesten unten und ich will da die Ältesten zuerst. Und bei der Anzeige sage ich dann noch, ich möchte den Titel verlinken, das ist ein Standardfeld, aber ich will auch das Datum anzeigen, das war vorher noch nicht. Kann hier auch wieder das Erstellungsdatum auswählen und mein Datumsformat angeben, damit nicht nur das Datum, sondern auch die Zeit angezeigt wird. Dann den Autor will ich mir, das ist ja mein Seminarleiter, den will ich auch sehen. Und weiterlesen brauche ich nicht, weil ich habe den Titel verlinkt, das habe ich dann ausgeblendet. So, die Anzeige, die ich dann habe, ist da, wie es da drüben ist. Also ich habe meine nächsten Seminare, ich habe das Konfliktmanagement, das halte ich, habe ich schon gehalten, vorgestern.
Dann habe ich die Unternehmensführung und die Erste Hilfe. Und das war alles, was ich eben damit jetzt machen müsste, wäre eigentlich das Stylesheet so zu machen, dass das jetzt nicht alles immer in einer Wurst steht, aber das könnte man über Stylesheet dann relativ einfach anfangen. Ich habe kein Template-Override, ich muss keinen Programmiercode schreiben, ich habe das wirklich nur mit Standardoptionen gemacht und ein bisschen Stylesheet, das da jetzt noch fehlt, aber das ja nicht so schwierig zu machen ist. Und schon hätte ich meine nächsten Seminare, die ich auf der Startseite anzeigen kann. Ich habe die verlinkt. Jetzt ist dieses relative Datum funktioniert nicht, das heißt, die abgelaufenen Events werden auch noch angezeigt. Wenn ich das nicht möchte, könnte ich das zum Beispiel das Freigabedatum auf das Seminardatum stellen. Also wenn ich sage, das Konfliktmanagement ist am 17.09. um 17 Uhr, dann, wenn ich den Beitrag anlege, dann gebe ich das, die Freigabe beenden auch auf den 17.09. um 17 Uhr, dann verschwindet um diese Uhrzeit der Beitrag aus der Liste hier, weil das ist schon abgelaufen. Wenn ich jetzt meine vergangenen Seminare auch angezeigt haben will, muss man sich was anderes überlegen, könnte man es archivieren und dann mache ich ein Modul mit oder eine Seite mit meinen archivierten Beiträgen, das müsste man dann mit der Hand halt manuell den Beitrag als archiviert zum Beispiel markieren, aber man hat da durchaus Möglichkeiten. Eine weitere Sache, es gibt so, wenn man was kauft, dann steht da, auf dieses Produkt könnte Sie auch interessieren. Es gibt in Joomla so eine Möglichkeit, das auch machen. Diese Seminare könnten Sie auch interessieren. Kann man mit Joomla-Standard ganz einfach machen. Es gibt das Modul Beiträge Verwandte. Kann ich mir auch auf der Seite anzeigen lassen, kann ich formatieren. Und das funktioniert über die Schlüsselwörter, Meta-Schlüsselwörter beim Beitrag. Also da verwende ich keine Tags oder so, sondern wirklich nur ein normales Joomla-Standardfeld mit den Meta-Keywords, die man oft ja sowieso pflegt. Also manche für die Suchmaschine sind die egal, aber ich kann da ja auch reinschreiben, was ich möchte. Da habe ich jetzt zum Beispiel, ich würde jetzt für mein Seminar Unternehmensführung, würde ich in die Meta-Schlüsselwörter im Beitrag, das ist der normale Joomla-Beitrag, würde ich reinschreiben, zum Beispiel Management und Unternehmen. Und bei meinem Konfliktmanagement-Seminar würde ich auch zum Beispiel Management reinschreiben und Konflikte oder was auch immer. Und dann, wenn ich das Modul dann einrichte, dann steht, wenn ich auf den Beitrag Unternehmensführung gehe, dann verknüpft Joomla über die Meta-Keywords diese zwei Beiträge über das Keyword Management und zeigt mir dann hier nur das Seminar Konfliktmanagement an. Und das ist jetzt auch Standardansicht, also das bringt Joomla mit. Ich zeige jetzt mal, jetzt machen wir wieder den spannenden Wechsel. Moment. Ich zeige das jetzt noch auf der Webseite, wenn ich da jetzt wieder hinkomme. Da bin ich. So. Ich habe hier meine Seminare, das ist jetzt das, also das ist jetzt das Frontend der Seite. Ich bin hier am Menüpunkt Seminare. Ich kann hier zum Beispiel auf Unternehmensführung klicken, habe dann hier, dieses Seminar könnte Sie auch interessieren, Konfliktmanagement. Wenn ich draufklicke, komme ich zum Konfliktmanagement. Ich habe auf der Startseite meine nächsten Seminare, alles gut und fein und habe das alles wirklich mit Standard Joomla Beiträgen gemacht. Ja, dann nochmal wieder. Jetzt könnte man da noch weiter denken. Also das ist der. So, ich könnte jetzt bei dem Seminarkalender auch noch überlegen, ich will meine Seminarleiter, ich lege die tatsächlich als Joomla-Benutzer an. Also weil die machen öfters Vorträge, die wollen vielleicht ihre eigenen Profildaten, die haben ein Foto, das wollen die öfters rauf, also auch selber raufladen. Und würde die dann auch als Kontakt anlegen. Dann könnte ich die in der Beitragsliste, wo ich den Seminarleiter habe, dann kann ich da auch den Link anzeigen zum User. Das geht jetzt nicht, weil die kommen alle auf meinen User, weil ich als Super-User die Beiträge angelegt habe. Das heißt, ich hätte wirklich zu jedem Sprecher, zu jedem Seminarleiter auch eine eigene Webseite, wäre in der Liste verlinkt und man kann für die Kontakte oder Beiträge auch anzeigen, welche Beiträge die geschrieben haben. Das heißt, wenn ich einen Sprecher habe, der hat fünf Seminare bei mir,
Dann könnte ich bei diesem Sprecher auch automatisch, da gibt es ein Feld, das aktiviere ich, sage ich Joomla-Beiträge anzeigen von diesem Kontakt. Und dann habe ich auf der Sprecherseite oben eine Beschreibung und unten dann die 5 Beiträge verlinkt. Weil es normale Joomla-Beiträge sind, brauche ich nicht mal ein Modul, ich muss nur die richtigen Menüoptionen in dem Fall dann freischalten. Könnte man nochmal weiter überlegen, wie kann man das als Event veranstalten? Also ich bin jetzt nicht ich habe nicht einen Seminarraum, wo verschiedene Leute kommen, sondern ich habe verschiedene Event-Locations. Ich bin ein Verein und organisiere dort was und da was und hier was. Und eigentlich sind mir da die Seminarleiter egal. Dann mache ich statt den Autoren, also statt den Seminarleitern, mache ich Orte. Also ich schreibe in den Autor alias den Ort hinein. Das ist zum Beispiel die Trabrennbahn im Bahnfeld. Ich kann so weit gehen, dass ich mir sogar User anlege oder Kontakte für die Trabrennbahn. Ich könnte meinen Kontakt anlegen, schreibe da Trabrennbahn rein, ich kann die Adresse eintragen, ich kann die Webseite eintragen und kann das über den, ist quasi ein Joomla-Benutzer und kann das dann auch relativ einfach auf einer Google Map zum Beispiel anzeigen und bin immer noch beim Joomla-Standard. Ich kann dann über die Meta-Keywords, also die verwandten Beiträge, auch verwandte Orte anzeigen. Zum Beispiel, welche Veranstaltungen organisiere ich jetzt noch auf der Trabrennbahn? Dann hätte ich das auch wieder über das Modul gelöst. Genau, die Veranstaltungen in derselben Location. Also ich hätte dann zum Beispiel pro Ort einen Benutzer und einen Kontakt. Den Vorteil der Adresse habe ich da. Und ich kann es beim Beitrag verlinken. Also ich kann immer, ich würde dann zum Beispiel nicht stehen haben, geschrieben von, sondern findet statt in und dann steht da Trabrennbahn. Genau, und ich kann die Beiträge pro Ort, eben pro Autor anzeigen. Okay, das war soweit der Themenbereich Seminar-Event-Kalender oder Liste, wie auch immer man es nennt, nur mit Joomla. Als nächstes habe ich mir überlegt, okay, was könnte man noch machen? Und hatte auch mal so eine ähnliche Anfrage, auch war ein Verein. Die wollten eine Umfrage machen, eine ganz kleine Umfrage. Wir haben ein neues Logo und wir wollen wissen, wem gefällt das jetzt am besten? Und sie wollten auch so etwas wie ein Gewinnspiel machen, wo sie dann die Adressen, also vielleicht so ein Buch verlosen oder die Leute anschreiben oder schauen, wer trägt sich da überhaupt ein, für die das angeben wollen. Ja, wie kann ich das mit dem Joomla-Standard machen? Man kann im Banner-Modul kann ich Banner hinterlegen, ja? Die kann ich natürlich auch Logos hinterlegen. Ich kann jedes Logo mit einem Link hinterlegen und wenn jemand auf einen Banner oder auf ein Logo klickt, wird das aufgezeichnet. Ich habe eine Klickstatistik. Das heißt, ich kann im Banner-Modul, lege ich mir meine 3 Logos an und klicke da drauf, ich komme auf eine Seite. Also ich habe dann eine Seite mit den 3 neuen Logos. Wenn ich da draufklicke auf ein Logo, dann komme ich auf eine weitere Seite, eine Danke-Seite und da habe ich dann noch ein E-Mail-Formular, wo ich meinen Namen, meine E-Mail-Adresse sage, ja, ich möchte gerne teilnehmen, ich möchte meine E-Mail-Adresse da gerne hinschicken. Muss aufpassen, es ist kein Double-Opt-In-Verfahren, weil ich verwende die normale Joomla-Kontakt-Komponente, also das Kontaktformular. Das heißt, ich kann es zwar machen, dass ich eine E-Mail kriege und der das ausfüllt, aber es ist kein Bestätigungslink drinnen. Also wenn man wirklich dann das für einen echten Newsletter oder so verwenden will, müsste man sich rechtlich nochmal absichern, dass der zustimmt, dass ich ihm was schicken darf. Aber wenn es jetzt die Information für mich ist, wer hat da mitgespielt, zum Beispiel in einem Verein und ich mache bei der nächsten, weiß ich nicht, Generalversammlung dann eine Verlosung, dann kann ich das, denke ich, sehr wohl machen. Das muss man dann für sich natürlich immer entscheiden. Also das in Joomla, ich mache eine Seite mit den 3 neuen Logos und eine Danke-Seite mit einem E-Mail-Formular. In Joomla würde ich das machen, einen Joomla-Beitrag mit einem Banner-Modul. In dem Banner-Modul zeige ich mir die 3 Banner an. Man kann nämlich für die Banner-Komponente keinen Menüpunkt erstellen. Also es gibt keinen Menü-Eintrag, da du bist ein Banner. Also du zeigst mir Banner ein, sondern ich muss das immer über Module machen. Und für die Danke-Seite mache ich einen Joomla-Beitrag mit einem Kontaktformular in einem Wrapper-Modul. Also ich kann mir, um 3 Ecken, aber es funktioniert dann recht gut. Ich zeige es vielleicht zuerst mal, wie das aussehen soll und sage dann, wie da die Konfiguration läuft. So, das ist die Seite. Ich habe hier die Umfrage. Da steht ja, wir brauchen ein neues Logo. Das ist der normale Joomla-Beitrag oben. Da unten habe ich dann meine 3 Logos. Das ist das Banner-Modul. Und klicken Sie auf das Logo, das Ihnen am besten gefällt. Okay, ich klicke hier drauf auf dieses Just Joomla, das ist schön bunt. Komme dann in dem Fall auf die neue Seite, steht Danke für die Teilnahme.
Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen wollen, bitte noch das Formular da unten ausfüllen. Ich habe dann da am Gewinnspiel teilnehmen, E-Mail, also Name, E-Mail-Adresse, ja, ich möchte teilnehmen. Das sind alles Standardfelder aus dem normalen Joomla-Kontaktformular. Da habe ich dann ein Template Override verwendet, um das Betrefffeld und den Nachrichtenfeld als verstecktes Feld einzublenden. Weil ich kann es nicht ganz rausnehmen, aber ich kann es als verstecktes Feld machen im Template Override und kann da schon einen Text vorbelegen. Das heißt, wenn der das jetzt teilnehmen sagt, dann kriegt, ja, ich möchte teilnehmen. Das ist das eine Kopie an mich senden Feld, habe ich umbenannt. Dann kriegt der ein E-Mail und da, wenn ich da in den Betreff oder in den Message-Text schon reinschreibe, ja, ich habe am Gewinnspiel teilgenommen mit, und kann ich mir dann über die Joomla Overrides oder auch Overrides oder auch Template Override, kann ich das ja mir anpassen, so wie ich möchte. Also der kriegt sein E-Mail, er hat teilgenommen. Wenn er das nicht möchte, dann kriege nur ich das E-Mail mit Name und E-Mail-Adresse. Könnte man dann auch noch im Override sich das Feld quasi ausgeben lassen, dass man sieht, okay, hat er da drauf geklickt oder nicht. Ja, das ist im Joomla Standard umgesetzt. Also ich habe nichts installiert, sondern nur eingerichtet. So. Schon langsam kenne ich mich aus, wie das hin- und her schalten geht. Ja, also ich habe es nochmal zusammengefasst, wie ich es gemacht habe. Also ich habe einen Beitrag gemacht mit dem Danke-Text. Den muss ich mir am Anfang machen, dann kann ich nämlich gleich bei den Bannern als Link einfügen. Sonst muss ich dann, wenn ich den Banner erstelle, wieder rausgehen und mir die URL holen. Ich habe einen Menüpunkt zu diesem Beitrag gemacht, ein verstecktes Menü, damit ich nicht so eine lange URL habe. Könnte ich aber genauso machen, aber das ist jetzt ein versteckter Menüpunkt, der den Alias hat. Danke, das heißt, ich muss dann nur meine Webseite und das Danke hinten dran beim Banner als Link eintragen. Ich habe in der Komponente Banner eine Kategorie mir angelegt, damit ich nicht durcheinander komme. Die heißt Umfrage. Habe drei Banner mit Logos und Link zur Danke-Seite angelegt, weil die kommen alle drei auf die gleiche Seite. Ich könnte auch jede auf eine andere Seite, wenn ich ein grünes Logo will, ich sagen, danke, dass Sie das grüne Logo angeklickt haben, mit der blauen Seite, danke, dass Sie das blaue, also wird genauso funktionieren. Dann habe ich Joomla-Beiträge angelegt, mit dem Umfragetext, also mit dem, aha, schön, hier können Sie teilnehmen, einen Joomla-Beitrag mit dem Danke-Text und ich habe eben ja, Menüpunkte zu den beiden Beiträgen, das habe ich eh schon gesagt. Dann habe ich in der Komponente Kontakt, ich will ja ein Kontaktformular, also brauche ich einen Kontakt mit einer E-Mail-Adresse. Die sieht niemand, ich kann mir eine einrichten, gewinnspiel@meinedomain.de, lege mir den Kontakt an, brauche ich nur die E-Mail-Adresse eintragen und mache dann einen Menüpunkt zu diesem Kontaktformular. Das würde ich auch wieder in einem versteckten Menü machen, weil ich das nachher als übers Modul einbinde. Das heißt, ich habe keinen Menüpunkt, der direkt zu dem Kontaktformular geht, sondern ich binde das nur übers Modul ein. Mache dann ein Modul-Banner und da ist die Menüzugehörigkeit nur, also ich will das wirklich nur auf der Seite mit der Umfrage anzeigen. Position, es ist das Protostar-Template, ist je nachdem, wo ich es dann halt unterhalb, unterm Text oder auch oberhalb, was auch immer haben möchte. Ich habe das und ich mache mir ein Modul-Wrapper. Das ist dann das Kontaktformular, das ich auf der Danke-Seite anzeigen möchte. Wenn man so ein Modul-Wrapper aufmacht, dann kriegt man ein Linkfeld. Da tragt man dann den Link ein zu diesem Kontaktmenüpunkt. Wenn ich das aber anzeigen lasse, dann kriege ich meine ganze Joomla-Webseite angezeigt. Also auch das Menü und das Suchfeld und die Spalten links und rechts. Wenn ich aber an den Link unten dranhänge und Template Component, dann kriege ich nur den inneren Teil, der Inhalt meiner Webseite ist, der über die Komponente ausgegeben wird. Also ich kriege dann wirklich nur das Formular, das ich über den Menüpunkt eingerichtet habe und mit den Template Overrides gestaltet habe. Und ich gebe diesem Wrapper eine Modulposition, eine ganz beliebige, also ich kann da reinschreiben, was ich will. Man kann die Modulpositionen auswählen, man kann aber einen Text reinschreiben, ich kann das benennen, wie ich mag, also ich kann da drüber schreiben. In dem Fall habe ich es einfach Formular genannt. So, was ich jetzt noch brauche, ist, dass ich das Modul Wrapper, also dieses Formular, wirklich im Beitrag Danke einbinde und ich kann in jeden Joomla-Beitrag über den Tag Load Position und dem Modulpositionsname im Formular, kann ich mir in einem Beitrag ein Modul laden. Da gibt es ein Plugin, das standardmäßig aktiviert ist mittlerweile. Wenn das Plugin aktiviert ist, dann kann ich mir da über wirklich diesen nur
Tag Load Position Formular kann ich mir in dem Dankestext mein Kontaktformular reinladen. Weil es vorher war noch nicht so ganz schön gestylt, kann ich dann natürlich von diesem, es wird dann über eine iFrame eingebunden, kann man natürlich den Rahmen noch wegtun, kann ja machen damit, was ich gerne möchte. Genau, und wenn dann die Leute da draufklicken, dann kann ich mir in meiner Banner-Komponente die Statistik ansehen, okay, wer hat denn jetzt wie oft, ich kann dann filtern auf meine Kategorie und kann mir ansehen, okay, wer hat denn jetzt wie oft das rote, auf das grüne, auf das blaue Logo geklickt und habe somit eine kleine Umfrage über ein Logo eingerichtet. Wieder ohne eine Erweiterung zu installieren, nur ein Template-Override für das Formular, wo ich die Felder ausgeblendet habe und als Hidden-Felder eingebaut habe, die ich wollte. Ja, ich habe es gezeigt, ich zeige es jetzt nicht mehr, wir sind schon zeitlich ganz gut. Das Kontaktformular, ich habe immer wieder auch Anfragen, ich will das Kontaktformular in der rechten Spalte oder so, also ich will das als Modul einbinden. Eben wie ich schon erklärt habe, dass normalerweise denken viele, ich muss mir irgendeine eine Formularkomponente einrichten, habe dann immer eine riesige Extension drinnen, nur um ein Kontaktformular in der rechten Spalte zum Beispiel anzuzeigen. Ich kann das eben mit dem Modul Wrapper machen, ich lege meinen Menüpunkt an und kann statt im Inhalt auch mit der rechten Spalte oder in der Fußzeile auch ein Kontaktformular ausgeben. Ich habe es mir auch bei einer Kundin, die wollte nur ein Feedback-Formular, wo ihre Kunden wieder nur ein Textfeld hatten, wo sie was reinschreiben können und Feedback abgeben. Habe das dann auch in der Fußzeile als iFrame eingebunden und habe die Felder ausgeblendet bzw. als Hidden-Felder mit einem Wert vorbelegt. Läuft über die Joomla-Standard-Komponente. Die Sicherheitschecks passieren alle, also ich brauche mich da noch nicht drum kümmern. Habe nicht noch einmal eine neue Formular-Extension, die durchaus sicherheitsanfällig sind, weil einfach ein Formular immer sehr offen ist für Angriffe. Ja, das war zu den... Ja genau, da ist noch ein Hinweis. Es gibt in den Joomla Docs eine Anleitung, wie man Felder zu Core-Components hinzufügen kann. Es gibt noch keine deutsche Übersetzung, aber so könnte man auch dieses Kontaktformular um eigene Felder erweitern. Steht da, auf Englisch beschrieben, ist nicht so, man muss schon ein bisschen Programmcode lesen können, aber es ist eigentlich mittlerweile auch keine Hexerei mehr, über die XML-Dateien das zu machen. So, dann, was kann man mit Schlagworten oder Tags machen? Also ich kann ja mittlerweile in Joomla Schlagworte vergeben, ich kann meine Beiträge taggen, ich kann mir Tags dann an verschiedenen Stellen ausgeben. Ich kann zum Beispiel Tags als Menü ausgeben. Also in Joomla, um einen Menüpunkt zu kriegen, muss ich ja meinen Beitrag anlegen. Dann gehe ich auf Menü, sage, ich will einen neuen Menüpunkt. Ich will dann den Beitrag verlinken oder die Kategorie verlinken. Also sind so ein paar Klickschritte notwendig, immer wenn ich einen neuen Menüpunkt will. Jetzt kann man das jetzt nicht immer allen Kunden zumuten, dass sie da im Backend diese ganzen neuen Menüpunkte, also da herumklicken und das dann anlegen. Darum kann man Tags auch als Menü anzeigen. Das heißt, ich habe eine Webseite, die haben sowas wie einen Blog und wollen das aber auch als Menüpunkte. Das heißt, die haben aktuelle Beiträge, das sind Presseberichte, das sind Veranstaltungsberichte. Die geben denen Tags, zum Beispiel Presse, Event, es ist eine Schule, die haben dann halt die Klassen da und die geben nur diese Tags an und dann sind die Beiträge über das Menü, das Modul Tag, also das ich einrichte, erreichbar. Und immer wenn die einen neuen Tag nehmen, kommt ein neuer Menüpunkt. Und wenn die einen bestehenden nehmen, dann kommt in der Ansicht das noch her. Ich zeige es dann auch noch gleich, wie das aussehen kann. Das Einzige, was man da schauen muss, Joomla bietet noch nicht die Möglichkeit, einen Menüpunkt einzurichten und standardmäßig zum Beispiel auf einen Tag zu filtern. Es gibt mittlerweile Extensions oder Plugins, die das anbieten. Wenn man das nicht möchte, kann man Schlagworte als Schlagwortseite mit einem Tag vorbelegen. Dann bin ich aber nicht in der normalen Joomla, also Beitragsansicht oder Kategorieansicht, die ich vielleicht schon angepasst habe für die Webseite, sondern bin in den Ansichten der Tag-Komponente und die sehen ganz anders aus. Aber man kann Overrides machen für diese Tag-Ansichten und dass das so aussieht, als wäre es ein normaler Joomla-Kategorie-Blog. So, ich habe jetzt hier wieder zwei Seiten, wo ich das zeigen. Das ist die besagte Schule. Da gibt es einen Punkt Aktuelles. So,
Und das sind jetzt diese Beiträge, die haben irgendwie alle mein Foto, Titel, einen Link dann. Und das ist jetzt, und hier habe ich unter Aktuelles, das sind jetzt meine Tags. Also man sieht es am Link, da steht dann www.galimo.at, Component, Tags, Tag 3 allgemein. Das ist jetzt keine besonders schöne URL, aber es füllt seinen Zweck. Wenn ich da jetzt auf allgemein draufklicke, dann werden jetzt die Beiträge nur noch allgemein gefiltert. Also es ist ein quasi Tag-Filter, der über die Komponente kommt. Ich habe das, die Ansicht der Komponente mit einem, den Override so gestaltet, dass es aussieht wie meine normalen Joomla-Blog-Ansicht. Man kann sich da die Bilder auch reinholen, man kann da das eigentlich recht schön anpassen. Ich habe noch eine zweite Seite, wo ich das auch kurz herzeigen kann. Da sind zum Beispiel Referenzen, das sind hier unten, das sind alles Joomla-Standard-Beiträge. Die sind um ein paar Felder erweitert. Wenn man da draufklickt, dann kommt da, ja, kommen die Infos und die sind auch alle getaggt. Und da komme ich auch, wenn ich da draufklicke, dann wird mir die Ansicht gefiltert. Und wenn ich das im Standard mache, dann bin ich nicht mehr in diesem Joomla-Kategorie-Block, sondern ich bin in der Komponente Tags. Und das sieht ganz anders aus. Man kann aber die Overrides eben so gestalten, dass es aussieht, als wäre ich. Das ist jetzt zurzeit noch mühsam, ich hoffe, es wird irgendwann funktionieren, dass man die Joomla, also dass die Tags dann quasi den Kategorie-Block filtern und nicht ich in die Tags-Komponente wandere. Ja, kann ich machen. Moment, da muss ich jetzt hier raufschauen. Ich bin jetzt hier. Das ist die Schlagwörter-Tags. Was willst du da irgendwie genau sehen, oder? Ja, also das ist... Ich kann da neue Tags, aber ich kann vielleicht beim Beitrag, sieht man es eigentlich besser. Ich kann beim Beitrag ja Schlagworte vergeben, die werden dann automatisch hier in der Komponente angelegt. Ja, und kann dann über... Also ich zeige es nur einmal ganz kurz. Das Feld, wo ich die reinschreibe. Da unten ist das. Da kann ich Werte auswählen oder da könnte ich jetzt sagen, das ist eine Umfrage. Ups. Hab nur einen neuen Tag angelegt und kann da dann, ja, das oder im Bestehende auswählen. Genau. So. Genau, das waren die zwei Beispiele hier. Und dann, das habe ich jetzt selber nicht ausprobiert, ich wollte es jetzt aber noch nennen, weil ich es sehr spannend finde. Es gibt ja die Komponente Weblinks, ist ja seit der Version 3.4 nicht mehr im Joomla Standard drinnen. Mit der kann man aber auch sehr schöne Sachen machen, also so Linkansichten. Ich habe einen Artikel gefunden, Joomla Beat, ist eigentlich in Australien, glaube ich, der das schreibt. Und der beschreibt, wie er Affiliate Links als Weblinks einrichtet. Also der Affiliate Links sind ja, wenn ich Werbung für ein anderes Produkt mache und bei mir klickt jemand auf den Link und ich komme auf die andere Seite und dann kauft er das Produkt, dann kriege ich Geld, weil die Werbung ist von mir gekommen. Und wenn das eine Blogseite ist und der hat da ganz viele so Affiliate Links, damit er die gut verwalten kann, hat er dann irgendwie die Weblinks eingesetzt. Er beschreibt das in dem Beitrag sehr gut, warum er das macht und wie er es macht. Und klingt sehr logisch und ich glaube, macht echt Sinn, das so zu machen, weil ich kann mir meine Affiliate-Links auf meiner eigenen Webseite gut strukturieren. Ich habe nicht immer diese komischen Link-Codes, die ich einfügen muss. Ich kann quasi sprechende URLs machen. Ich kann Weblinks über den JCI direkt auswählen. Also ich muss nicht jetzt mehr. Und wenn ich den Affiliate-Link in der Weblink-Komponente ändere, dann ändert sich der auf meiner gesamten Webseite, wenn ich das an 17 Stellen eingebunden habe. Das funktioniert ganz gut. Ja, wie gesagt, der Artikel beschreibt das sehr, sehr schön. Auch Joomla Standard. Admin-Template, noch kurz. Wir haben gestern gehört, es gibt Admin-Templates, also andere, und ich würde wirklich davon abraten, die zu installieren, sondern die Standard-Templates zu verwenden. Man kann die aber auch anpassen. Also es gibt das Easy, heißt das ja, glaube ich. Man kann da zum Beispiel die Backend-Login-Maske, da gibt es oben das Joomla-Logo, und es gibt im Administrator-Template gibt es ein Feld, da kann ich ein anderes Logo einfügen. Da kann ich zum Beispiel das Kundenlogo reingeben. Brauche ich keine andere Komponente, irgendwas installieren, habe das ein bisschen angepasst. Der Kunde freut sich jedes Mal, wenn er sein Administrator-Ding aufrufen will, dass das sein eigenes Logo ist. Ich kann da ein bisschen die Farben ändern im Backend, also oben immer dunkelblau, kann es auf grün, rot, was weiß ich, was ändern. Ist ein bisschen ein Unterschied. Ich habe es bei zwei Projekten einfach, dass ich weiß, okay, ich bin jetzt bei dem Projekt, dann denke ich manche Sachen nochmal anders durch, als wenn ich da alle anderen habe. Ja, und dann habe ich noch überlegt, könnte man nicht sowas wie einen Adventskalender, also wir sagen Adventskalender, ich glaube, hier sagt man eher Adventskalender,
Könnte man nicht sowas mit Joomla machen? Ich mache 24 Beiträge, mache 24 Fotos rein, blende jeden Tag einen neu ein, über die Freigabe starten. Ist doch eigentlich eine nette Idee, braucht keine Extensions, kann das auch so machen, dass da nicht alles angezeigt wird. Also ich denke, da kann man, gibt es durchaus gute Anwendungsfälle. Ja, ich bin am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich. Wenn es Fragen gibt, gerne. Applaus